Was geht, Leute, zum zweiten Tag von Rolling Loud? Wir gehen jetzt frühstücken. Aber ihr Frühstück ist viel entspannter, damit wir nicht so viel zahlen. Ich hoffe, heute wird besser als gestern. Gestern war okay, aber Club war geil. Wir treffen uns später mit Noah. Ja. Wir starten jetzt jeden Tag mit Frühstück. Ich habe hier ein bisschen was. Ich fasse meine Pancakes noch. Fazit zum ersten? Nein, das kommt im letzten Video. Wir sind wieder auf dem Festivalgelände. Digga, es ist viel voller, weil die Leute Freitag-Tickets haben auch heute kommen können. Alle wollen jetzt zu Metro. Mal gucken. Every boy, you want to go Metro? Alle wollen zu Metro. Alle. Geisteskrank. Es muss hier ein Drittel der Besucher aus der vorderen Barrikade raus. Alle einen Schritt zurück. Bei Metro. Ja, es war geistkrank voll. Er hat halbe Stunde später angefangen. War gut, aber wir waren so am Sweat. Geisteskrank. Ist was zu sagen? Es war zu viel. Ich war ganz hinten von Metro, glaube ich, 100 Meter weg. Ich bin durchgeschwitzt, als wäre ich bei Lil Uzi erste Reihe gewesen. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen gewaschen, aber geistkrank. Tag. Wir gehen jetzt noch feiern, vielleicht kommt noch was rein, wenn nicht, dann war's das. Lasst ein Like da, teilt, kommentiert und ja. Yeah.
Ein Liter Heim, heute ist high. I hit those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, heute ist high. Wir haben noch nicht gewonnen, wir befinden uns mitten in der Schlacht. Jack ist zwei Hände für Manchester City! Damals 50 Cent, leicht von Penny Mark. Heute nicht mehr wie Penny Watch. Abgelenkt als sie wie Hacking nach Feiern, den Boden fahren wie ein Bällebad. Ich bin nicht Dean, mache das Kellner, hab Fenner zum Frankfurt im Sendemast. Show you like the way that I'm born out. I'm the game, money time, fall out. I'm so fresh, don't I go so hard. Shorty like the way that I fall out. Spin on the first new bird. Yeah. Salad, I'm trying to my right. Taking my equal, I'm not what you heard. Yeah. Crack up the phone and I'm swerving. Give me a stick, big purse. Yeah. 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 Ey Leute, ich fahr jetzt nach Hause. Also ich bin gerade vom Hotel. Es ist 4.16 Uhr, ich bin mit Ike feiern. Ihr habt gesehen, ich war mit Willi und Omed und allen, Digga. Es war so wild. Ich bin jetzt im Hotel, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ihr seid die Besten. Tag 3 und letzter Tag. Ich bin full besoffen. Ihr werdet das ja sehen im zweiten Teil. Ich bin Rally wieder am Stille. Wir sind noch zwei Kollegen von denen. Wir können bei den Pan, die Ehrenmänner. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich aufnehmen werde, Leute. Mir geht's gar nicht gut. Oh, ist das voll. We back and better than ever. I'm dead, but I'm still alive. Und drin, es ist wieder fucking voll. Ich hab keine Ahnung, ob wir nach vorne kommen. Hoffentlich. Hoffentlich. I'm looking for the bad bitches. I'm looking for the boss bitches. Before we get I'm into looking that, for my get money bitches. Before we get into that big lotto, we gotta see which side the most lit. So I'ma take the left, you take the right. Okay, I'ma take the right. I ain't fooling me, trying to be copping that pussy for bitches. Come on. It ain't a shit I've been picking up, for me to stay with a cheater. Big cake like my beat up. Right now, we want to make sure y'all remember this night. Well, this day, fuck it, this day and this night for the rest of your motherfucking lives. Du hast mich hochgenommen. Die beiden größeren Fässer liegen auf dem Boden. Wollte auf die erste Stage springen und bin rausgeflogen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Aber durfte dafür Risi treffen. Ja, listen up. Everybody put your hands up in the motherfucking sky. Bad bitches. Bad bitches. There we go. Let's go! I don't need no molly to be savage. When I'm on that molly, I feel savage. My girl, the definition of a bad bitch. Stole a heart, I'm the definition of a bandit. Put the first bird on every step to jigger, jigger, jigger. Tell me in the fucking tummy, here we flip it. I'm in town, yeah. Party's going down. Okay. Shoot them down with a 50 round. Let's go, let's go! Well in town, why they know you heard about, yeah. She told me put my heart, yeah. In the back, and nobody gets hurt. Let's go. I'm running from the law. I'm not fast. Let's go. Let's go. I'm drinking too much. I know you somewhere inside. Screaming.
Rolling Loud in München. Travis hat rasiert, es war behindert geil, war aber echt kurz. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Like, teilt, abonniert. Was geht, Leute? Jetzt ist Montag, jetzt habe ich noch mal einen Tag vorbei gehabt, kurz alles sacken lassen. Fazit zum Festival, das war nice. Ich glaube, man hört meine Stimme auch, ist weg. Es war cool, es hat Spaß gemacht, aber es gab organisatorische Probleme. Wir waren ein sehr großes Problem. Ich schwöre, Deutschland, wir als Crowd waren ass, wir waren dumm, wir waren scheiße. Wir haben das Festival selber ein bisschen ruiniert. Travis kam ein bisschen zu spät und war echt kurz da. Ein bisschen zu spät, sehr zu spät und war echt kurz da. Für mich war aber geil, Ray Schremmett. Kendrick war fire, Kendrick war sehr, sehr nice. Und der DJ von X und Juice WRLD, der DJ von X und Juice WRLD, weil die, die mich kennen, wissen, Juice WRLD ist mein Lieblingsmusiker. Und als er da saß und einfach traurig war, ihr werdet es ja im Video sehen, und darüber nachgedacht hat, dass die einfach weg sind, ich hab Gänsehaut bekommen. Ich war so sad, es war so geil. Ich hoffe, es wird euch gefallen, das Video. Like, teilt, abonniert. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Total vergessen, noch mein fettes Shoutout an Noah Basic. Du hast mir das Wochenende sogar noch versüßt. Geil, er hat mich in die VIP reingeholt mit Willi und allen. Das habt ihr auch gesehen im Video. Nochmal fettes Shoutout, habe ich voll vergessen. Ehrenmann, war richtig geil. Ich habe auch viele Freunde getroffen da, die ich von überall kenne. Einen Kollegen, Fredo, den habe ich in Griechenland kennengelernt vor 2 Jahren. Er war einfach auch da, das war zu funny. Ehrlich, eigentlich, wenn ich dazu wieder nochmal nachdenke, das war eigentlich schon witzig. Das hat Spaß gemacht. Vom Preis hat es sich gelohnt, war okay.